In diesem Video gucke ich mir den Faro Smart Helm von Unit One an. Ja, wir sind mal wieder beim Thema Helme angekommen. Das ist mittlerweile mein drittes Video zu Helmen. Und Helme und ich weiß nicht, ob wir Freunde werden, aber vielleicht werden ja ich und der Faro von Unit One Freunde. Denn mittlerweile, kann ich schon vorneweg sagen, ist das mein Favorit. Wir hatten uns ja Klapphelme angeguckt für Scooter. Da ging es für mich einfach darum, dass die praktisch sind, dass man die mitnehmen kann, wenn man auch einen Leihscooter benutzt, wo man dann natürlich nicht so einen Helm einfach mit sich rumschleppen möchte. Dann kam das One Move. Ja, ich habe mit dem E-Bike angefangen und musste mich wieder mit dem Thema Helm beschäftigen und habe mir dann den Lumos Helm geholt. Der ist vollkommen okay, ist ein smarter Fahrradhelm, hat Funktionen, mag ich ja auch, Technik, Lichter, alles schön und gut, sah mir aber zu sehr nach Fahrradhelm aus. Und ja, ich kaufe auch nach Optik. Das mag man gut finden oder auch nicht, da ist auch jeder anders gestrickt, aber ja, Fahrradhelme, finde ich, sehen blöd aus oder auch auf mir sehen die blöd aus. Und der Riesenunterschied beim Faro von Unit One ist für mich, dass er eben nicht wie der klassische Fahrradhelm ausschaut, sondern eher wie so ein Skaterhelm. Und der ist relativ geschlossen und deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue mir den einmal an. So, vorneweg, der Helm ist teuer, kein Thema. Der kostet 290 Euro und wenn man ihn mit MIPS nimmt, kostet er 320 Euro. Der Lumos, den ich mir damals angeguckt habe, der kostet 120, mit MIPS 150. Also der ist schon je nach Variante halt mehr als doppelt so teuer. Fernbedienung gibt es auch dazu. Die kostet beim Faro 40 Euro. Beim Lumos gab es zwei verschiedene Fernbedienungen. Einmal eine einfache, die kostet 15 Euro. Und einmal eine ja, bessere, die kostet 50 Euro. Ich glaube, die vom Faro ist vergleichbar in der Mitte. Also von der, sag ich mal, von der Haptik und Funktionalität. Aber je nachdem, wie man es berechnet, er ist nahezu immer doppelt so teuer. Und die Frage ist er das auch wert? Was kann er? Und das habe ich mir jetzt in den letzten paar Wochen einmal angeschaut, was der kann. Habe es ausgetestet, bin damit rumgefahren. Und ja, gehen wir jetzt einmal die Fakten durch vom Helm. Ja, wenn man den bestellt. Beim Lumos hat man, glaube ich, einfach nur ein paar Größen zur Auswahl. Beim Faro wird man relativ gut durchgeführt. Man muss seine Kopfgröße angeben, also man muss abmessen, wie groß der Kopf ist. Dann muss man noch angeben, ob man einen schmalen Kopf hat oder einen runden Kopf. Und man wird so ein bisschen durchgeleitet und hat dann hinterher entsprechend die Größe gefunden. Bei mir ist eine M rausgekommen. Das bedeutet dann, hier würden eine Kopfgröße von 55,5 bis 59 cm reinpassen. Ist natürlich auch nochmal ein bisschen Spielraum. Und das kann ich hinten durch dieses kleine Rad nochmal letztendlich beeinflussen, wie eng der sitzt. Und da findet praktisch dann auch jeder wirklich seine perfekte Komfortzone, wie der Helm dann auch sitzen muss. Dann kann man sich noch zwischen vier Farben entscheiden. Ich bin da ja auch einfach gestrickt. Ich nehme das schwärzeste Schwarz. Das ist dieser dunkle Grauton hier geworden. Dann kann man auch sagen, ob man die MIPS-Variante haben möchte. Habe ich mich auch für entschieden. MIPS steht für Multi-Directional Impact Protection System, wenn ich mich recht erinnere. Vereinfacht gesagt ist das noch einmal eine Schutzschicht, das ist die gelbe Schutzschicht hier drin, die dafür sorgt, dass der Kopf bzw. das Gehirn nochmal besonders vor Schädigungen geschützt ist bei einem Sturz, indem es nochmal das Hin- und Herschleudern des Kopfes und des Gehirns verhindert. Das ist so meine vereinfachte Variante, wie ich es verstanden habe. Aber auf jeden Fall, von der Logik her habe ich gesagt, die 30 Euro sind mir das immer wert. Und wenn wir auch schon von Sturz reden, das Interessante ist, natürlich kommt der Helm neben den ganzen smarten Lichtern und Blinker links, rechts, auch noch mit einer App, über die ich viel steuern kann, aber die zum Beispiel auch eine Sturzerkennung hat. Sprich, in der App hinterlegt man einen Notfallkontakt und wenn die mit dem Helm gekoppelt ist, das Ganze läuft natürlich wie üblich über Bluetooth, dann, wenn es einen Sturz gibt, dann registriert der Helm das logischerweise, kommuniziert mit der App und die App schickt direkt eine Textnachricht raus und benachrichtigt eine Person, dass ich mich seit einer Minute nicht mehr geregt habe und schickt auch den Standort mit. Und na, die Person kann dann logischerweise
gegebenenfalls einen Notarzt kontaktieren, weil da was passiert ist. Finde ich eine super Funktion, war mir auch neu, kannte ich noch nicht von einem anderen Helm. Der Helm hat drei Lichter mit einer Kraft von 500 Lumen. Vorne habe ich logischerweise das Frontallicht, hinten habe ich das Rücklicht und unter dem Meshgewebe habe ich noch eine Vielzahl an LEDs, die entsprechend auch ein Blinksignal geben können. Das Meshgewebe ist ähnlich wie bei den aktuellen Echo Dots von Amazon, wo halt auch unter so einem Meshgewebe, ich glaube, die Uhr ist dort verborgen und hier entsprechend dann der Blinker nach links und rechts und auch das Bremslicht, das geht entsprechend auch an. Das Ganze wird via USB-C geladen. Ich glaube, mittlerweile sind wir endlich angekommen, dass USB-C der Standard ist für Ladebuchsen. Bei der Fernbedienung sieht es ähnlich aus, die wird auch über USB-C geladen. Ladekabel ist natürlich auch dabei. Und wenn man den Helm geladen hat, dafür braucht es 3 Stunden, dann kann er angeblich laut Unit One 3 bis 10 Stunden im Einsatz sein. Das mag ich stark zu bezweifeln. Logischerweise sagen die halt, das variiert natürlich vom Nutzen. Also blinkst du viel, hast du viel Licht an. Realistisch gesehen, glaube ich, ist man bei 2 bis 3 Stunden gefühlt, würde ich sagen. Wenn ich den Helm anmachen möchte, habe ich halt hinten in dem Meshgewebe den Schalter, den Button, wie man ihn nennen will, ist so ein bisschen gummiert. Da drücke ich drauf und habe nicht so einen richtigen Druckpunkt. Das fehlt mir so ein wenig. Ich weiß noch nicht, ob man den Schalter oder den Button, wie man ihn nennen will, genau da integrieren musste. Ich hätte es vielleicht sogar besser gefunden hier unten neben dem USB-C-Port und mit dem richtigen Druckpunkt. Wenn man blinken möchte, relativ einfach, die Fernbedienung, die macht man sich an die Lenkstange am Fahrrad und dann setzt man einfach den Blinker, je nachdem, wie man ihn setzen möchte. Und dann sieht man die Animation im Meshgewebe, aber auch hier oben in der LED-Leiste. Es sind 2 Gummis dabei im Lieferumfang. Die sind beide relativ knapp bemessen. Und dadurch, dass das natürlich Plastik ist, ist der Durchmesser von der Lenkstange natürlich auch ausschlaggebend. Eventuell passt es eben nicht auf jede Lenkstange. Müsst ihr halt ausprobieren. Ansonsten, als Diebstahlschutz lässt man die Halterung einfach auf der Lenkstange selber und hat dann die Einheit, wo die Elektronik drin ist und die Schalter und halt auch die Ladebuchse, die hat man entsprechend dann in der Tasche und nimmt sie einfach mit. Ladebuchse, logischerweise auch USB-C, relativ simpel. Und wenn man sie wieder mitbringt zu seinem Rad, klickt man die ganz einfach mit einem Drehmechanismus ein und dann ist es drauf. Der Helm an sich, der wiegt unter 600 Gramm. Also ist vom Gewicht vollkommen okay. Tragekomfort gefällt mir gut. In der Nicht-MIPS-Variante sind es, glaube ich, genau 580 Gramm. Der Helm hat einen klassischen Kinnverschluss. Also wenn man ihn aufsetzt, schließt man ihn unterm Kinn. Der einzige Unterschied ist, er ist magnetisch. Und ich finde Magnete ja immer super. Ich habe mich gefreut, als ich das gelesen hatte. Und man klickt ihn nicht so klatscherweise zusammen, sondern man schiebt ihn zusammen. Dementsprechend löst man ihn auch so. Das ist echt schön gemacht. Es wird ein bisschen schwierig, wenn man den Helm auf hat und dann unterm Kinn, in meinem Fall unterm Bart, den Helm zumachen möchte. Ich habe mich da noch nicht dran gewöhnt. Ich glaube, wenn man das täglich macht, dann ist man da irgendwann auch schnell dran gewöhnt, weil halt auch sich die Muskeln drauf einstellen, das klassische Muscle Memory setzt ein und dann funktioniert das. Wenn man ihn wie ich oder in meinem Fall wirklich einfach vielleicht auch sehr persönlich nur alle paar Tage benutzt, dann hat man noch ein paar Probleme. An dem Tag selber, wenn ich es dann einmal drin habe, geht es auch. Aber nach ein paar Tagen muss ich wieder neu ansetzen. Vielleicht für mich ein kleiner Kritikpunkt, aber auch ein sehr persönlicher. Ihr könnt es wahrscheinlich schon vermuten, der Faro ist mein aktueller Lieblingshelm. Also ich nutze ihn, ich finde, er sieht gut aus, hat gute Funktionen, die mir gefallen. Am Ende des Tages ist es immer noch ein extrem teurer Helm und mir ist es das wert. Ich glaube halt, spätestens beim Sturz ist es sowieso jeden Euro wert, aber ich kann nachvollziehen, wenn man sich da echt schwer tut, mindestens 290 Euro für den Helm zu bezahlen, mit MIPS halt noch mehr, mit Fernbedienung noch mehr. Von daher, die Entscheidung liegt bei euch. Ich kann es euch noch einen Tick günstiger machen, denn wie üblich, es gibt halt einen Affiliate-Code, bei mir auch. 10% könnt ihr den Helm günstiger bekommen, wenn ihr Achim H10 verwendet bei der Bestellung. Ist auch nochmal hier eingeblendet.
Und je nach Variante habt ihr damit vielleicht sogar die Fernbedienung umsonst oder macht euch einfach nur den Grundhelm ein bisschen günstiger. Von daher, wenn ihr noch Fragen habt, fragt mich gerne in den Kommentaren. Ansonsten gerne den Kanal abonnieren, Glocke anmachen, das Übliche. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns wiedersehen im nächsten Video.